zu erwarten waren, fünf Jahre sind so schön tätig. Danke dir. So, ich mich selbst anmoderieren wird jetzt irgendwie schwierig. Hallo, mein Name ist Wolfgang Scheicher. Ich arbeite seit ein paar Jahren am Institut für Computergrafik und Business Visualisierung an der Uni, so teilzeitmäßig als Admin und als Mädchen für alles. Und ein Problem, was wir da in den letzten Jahren gehabt haben, über das möchte ich ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen und euch zeigen, worüber ich da so im Bereich Wiki drüber gestolpert bin und was man eigentlich damit machen kann. Kurzer Hintergrund. Wir haben einfach eine kleine Organisation und wir haben halt ein paar Mitarbeiter, ein paar PCs und die ganzen sind halt verteilt in irgendwelche Räume und so weiter. Und es ist im Prinzip schon zu viel, als dass man sich das immer alles auswendig merkt, aber irgendwie zu wenig, als dass man da ein großes System dafür bastelt. Mein Kollege hat angefangen, das am Anfang in Tabellen einzutippen, so Tabellenkalkulation. Blöderweise sind die Sachen halt untereinander verknüpft. Also ein Mitarbeiter arbeitet halt heute an einem oder mehreren Projekten, hat halt meistens einen PC, steht in irgendeinem. Das, die ganzen Informationen sind miteinander verknüpft. Das meistens so 1:1 oder 1:1 Verbindungen. Schreit schon irgendwie nach einer Datenbank. Dann habe ich versucht, eine Datenbank zu basteln, wo wir die ganzen Informationen eingeben. Mit dem Endeffekt, dass ich viel Zeit versenkt habe, die Datenbank zu bauen. Und dann der Einzige war, der dort Informationen eingetragen hat und mein Kollege hat immer gesagt, nein, es ist einem zu kompliziert. Und hat selber angefangen, dann im Institutswiki dann die Sachen zusammenzuschreiben. Das Problem, wenn ich in einem Wiki solche Sachen eintippe, nur also als Beispiel, ich mache eine Wiki-Seite für einen Mitarbeiter und mache eine Wiki-Seite für das Büro, in dem er arbeitet und dann wechselt er das Büro. Gut. Auf der Mitarbeiterseite eintragen, derjenige sitzt jetzt in einem anderen Büro, das ist jetzt kein Problem. Blöd wird es aber, wenn er dann gleichzeitig im gleichen Arbeitsschritt dann auch noch bei der einen Büroseite den Mitarbeiter rausstreichen muss und bei der anderen Büroseite den Mitarbeiter reinschreiben muss. Also an drei Stellen muss ich editieren, das ist irgendwie ungemütlich. Und dann bin ich halt über eine Extension gestolpert worden, und zwar Semantic Media Wiki. Und dort will ich jetzt ganz kurz zeigen, was man da damit machen kann, so nur als Motivation. Hab da ein kleines Beispiel vorbereitet und zwar habe ich jetzt mehrere Seiten angelegt für Mitarbeiter. Da ist jetzt gar kein Text drinnen, in dem Fall. Allerdings habe ich auch noch Projektseiten angelegt und zum Beispiel eingeschrieben, an dem Projekt arbeitet Alice und Bob. Wobei, das sind jetzt keine normalen Wiki-Links, oder vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Wer hat eigentlich schon mal in einem Wiki, egal welcher Form, irgendwas reingeschrieben? Doch so ziemlich jeder. Das heißt, einen normalen Wiki-Link, mit dem man auf eine andere Seite kommt, den kennt ihr wahrscheinlich. Im Prinzip eckige Klammer auf, nochmal eckige Klammer auf, Titel der Seite und wieder das Ganze zu. Wenn ich es jetzt aber so schreibe, nicht nur Alice und Bob, sondern zum Beispiel Member, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Alice und Bob, dann ist es im Prinzip ein Tag und das kann ich abfragen. Das habe ich eben auf dieser Startseite da hier gemacht. Das schaut dann so aus. Da steht nur drinnen, Fragen nach Kategorie Personen, Fragen nach Kategorie Projekte. Und ich bekam dadurch eine Liste von allen Leuten, die halt, allen Seiten, wo diese Bedingung zutrifft. Beziehungsweise das kann ich auch anders formatieren als Tabelle. In dem Fall schaut es so aus, dass nur dazu steht Format Table und Main Label Persons. Aber ich kann auch fragen, bei welchen Seiten ist ein bestimmter Tag gesetzt. Das schaut hier dann so aus, die Frage. Da steht jetzt zusätzlich zu Ask Category Projects da drinnen Member Alice. Und genau bei einem Projekt steht dieser Text genauso drinnen und das reicht schon. Und damit kann ich dann relativ einfach, relativ komplizierte Datenbankverbindungen zusammen machen, die
diese Query Language kann noch deutlich mehr, aber das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel. Und das, was rauskommt, sind eben solche Geschichten, wobei ich auch mit Templates dann arbeiten kann, sodass automatisch dann im Header so Fragen dynamisch eingeführt werden, damit beide Seiten von der Verbindung editiert werden. Und ich brauche nur noch an einer Stelle sagen, diese Seite hat den Tag und an sämtlichen anderen Seiten werden die Listen automatisch generiert. Und auf der Arbeit schaut es zum Beispiel so aus, wir haben Räume, wir haben Computer und da gibt es zum Beispiel dann, ja, ist egal welchen ich nehme, gibt es dann eine Wiki-Seite für den einzelnen Computer. Ist auch ein Beispiel, was man da noch alles machen kann, weil man kann dann mit Formularen arbeiten und alles, was ihr oberhalb von FreeText-Sets, das sind Formulare, die für diese Kategorie halt von mir vordefiniert wurden. Sogar mit Dropdown. Für das Dropdown wird auch automatisch eine Liste aller Seiten generiert, die das Tag Raum gesetzt haben, die Kategorie Raum haben. Kann man einen Dropdown machen, was ich dann relativ leicht ausfülle. Und das sind die Informationen, die ich eingebe. Und diese Liste da ist komplett automatisch generiert. Und wenn ich jetzt einen Rechner in einen anderen Raum stelle, dann tue ich nur an einer Stelle editieren und habe im Prinzip dasselbe wie in der Datenbank. Aber das Ganze gelöst mit einem relativ simplen Wiki. Ja. Wir stehen noch ganz am Anfang, das ganze Ding zu benutzen bei uns im Institut, aber ich habe mir gedacht, sollte man vielleicht einmal gesehen haben, weil es geht relativ einfach und ist eigentlich sehr mächtig. Und es ist relativ benutzerfreundlich, weil im Gegensatz zu dem, was ich damals selber versucht habe zu bauen, haben das Ding auch dann wirklich die Leute benutzt und editieren selbstständig rum und sagen nicht mir nachher ein halbes Jahr später, übrigens, ich habe den Rechner da schon lange darüber dran, warum ist das denn in der Datenbank? Wie funktioniert lokal diese Datenbank, oder? Das kann man nicht über das Internet irgendwie da zugreifen und sich dann irgendjemand reinhacken oder sowas und dann irgendwas verändern. Also das da ist jetzt ein Server bei unserem Institut, wo wir intern nur mit unserem eigenen Institutslogin draufkommen. Das, was ich vorher gesagt habe, ist ein kleiner Apache, der auf meinem IPC da läuft, den ich gestern noch geschwind installiert habe. Aber ist ein geschlossenes System? Ist in dem Fall ein geschlossenes System, ja. Kann man machen, wie man will. Also ein Wiki lässt sich, bereits Standard-Wiki lässt sich relativ gut konfigurieren, ob man jetzt anonym lesen oder schreiben darf oder registriert lesen oder schreiben darf. Ist vielleicht auch, weil man gerade die Rechte haben. Eins der großen Vor- und Nachteile gleichzeitig von einem Wiki ist, alle haben dieselben Rechte normalerweise. Es gibt zwar Versionen, wo es komplizierter wird, wo man Rechte gruppenbasiert vergeben kann. Aber eben etwas wie MediaWiki, dasselbe, was auch auf Wikipedia verwendet wird, da ist typischerweise so, dass jeder lesen darf und registriert, jeder schreiben darf. Hat den Vorteil, dass es die Sache unheimlich leicht und einfach macht in der Bedienung, hat aber halt den Nachteil, dass wenn wirklich ein Content Management mit Rechteverwaltung braucht, ist es die falsche Lösung. Da muss ich mir dann halt entweder ein Wiki suchen, was das kann, das hat dann andere Nachteile typischerweise, oder ein richtiges Content-Management-System. Haben wir auch am Institut, aber das nimmt überhaupt keiner her, weil es so kompliziert ist. Ja, noch irgendwelche Fragen? Ist das eine Erweiterung für das ganz normale MediaWiki oder braucht man eigene Infos? Semantic MediaWiki ist eine Erweiterung für das normale MediaWiki. Ist eine umfangreiche Erweiterung, aber nicht mehr als eine Erweiterung. Gut, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ihr findet mich heute wahrscheinlich gelegentlich am Spielestand draußen, wenn noch Fragen auftauchen. Und dann übergebe ich mal an einen Kollegen, der auch basierend auf Semantic MediaWiki auch einiges gemacht hat. Du bist jetzt auf den Rücken, ne?